Ja, hallo, da ist der Bernhard Gruber. Wir haben jetzt gerade 2 Wochen lang beinahe einen Permakultur-Design-Kurs gehalten hier in Donnacolla, Sri Lanka. Das ist in der Nähe von Ampara. Und wir haben im Rahmen des Kurses diesen schönen Mandala-Garten angelegt. Der Mandala-Garten entspricht mehreren Mustern der Permakultur. Einerseits haben wir das Netzmuster, wir haben die Lappung haben wir und noch verschiedene andere Muster haben wir dazu in diesem schönen Permakulturelement. Das Zentrum ist der Banana Circle. Da wird Kompost reingegeben, also Kuhmist, organisches Material jeder Art wird aufgefüllt, ein Loch, und außenrum kann man Bananen pflanzen oder auch Papaya, die eben dann mit ihren Wurzeln dann einziehen in die Feuchtigkeit runter. Sie werden einfach dadurch stabiler und kräftiger, weil sie mehr Wurzeln ausbilden müssen. Außenrum haben wir ein kreisrundes Beet mit Schlüssellöchern rein ins Beet, so damit, dass man immer schön von einer Seite in die Mitte reingreifen kann und von der anderen Seite nach bis zur Mitte wieder kommt. Der Mandala-Garten wird eigentlich schwerpunktmäßig mit permanenten Pflanzen bestückt. Wir haben eben dann im Beet zum Beispiel Taro haben wir drin, das ist ein sehr gutes Wurzelgemüse. Da haben wir eine King Yams stehen, das ist auch ein Wurzelgemüse oder eine Kletterpflanze. Wir haben hinten haben wir noch, dort zum Beispiel haben wir eine Papaya stehen und dort auch noch Papaya. Und außen rundum haben wir eine Hecke gepflanzt. Da haben wir einfach Stecklinge gemacht, die treiben dann wieder aus. Und es sind dann noch verschiedene Gewürzpflanzen und Cassava ist auch noch dabei. Man kann das natürlich auch dann zusätzlich noch mit allen möglichen Gemüse bepflanzen, angefangen von Spinaten bis hin zu Kürbis, so damit das der Mulch dann irgendwann einmal durch Lebendmulch ersetzt wird. Das Ganze ist eigentlich sehr schnell gegangen. Wir haben zuerst ausgemessen, mal einen äußeren Kreis einmal festgelegt, wie groß das wird. Dann haben wir innen drinnen angefangen mit dem Banana Circle und dann auch eben die Schlüssellöcher ausgearbeitet als Rabatten, so dass eben das Bett, die Beetform nicht zerstört werden kann, haben wir eben die Kokosnüsse aufgelegt, das ist eine einfache Rabatte. Das ist wieder an den Boden. Damit das einfach das Beet ein bisschen stabilisiert ist. Ja, allen im allen hat eigentlich fast das Vermessen länger gedauert, als wir dann den Garten anzulegen. So ist einfach ein schönes Symbol, wie man einen fast dauerhaften Garten anlegen kann. Muss jetzt nicht in jedem Garten drinnen sein, aber es war praktisch ein schönes Beispiel auch für Schulgärten, solche Institutionen oder Gemeinschaftsgärten. Es ist was fürs Auge und es ist was für den Bauch. Das ist die wesentliche Sache, dass eben ein Ertrag ausschaut. Ja, soweit. Der Mandala-Garten in Gonagola, Sri Lanka.